Vier Geheimnisse, ein Gebäude. Hinter dieser Tür ist das frühere Büro des DDR-Ministerpräsidenten. Hier lagern archäologische Schätze von der Frühzeit bis zum Mauerbau. Und im Keller dieses Hauses sollen mutige Menschen im Dritten Reich mehrere jüdische Mitbürger versteckt haben. Und das hier ist einer der entscheidenden Orte des deutschen Einigungsprozesses. Hallo zusammen. Heute zeige ich Ihnen eins der bekanntesten unbekannten Gebäude Berlins. Tagtäglich fahren hier viele Berlinerinnen und Berliner vorbei. Mit dem Bus, mit dem Auto oder, wie ich, mit dem Fahrrad. Das Rote Rathaus und die Kugel des Berliner Fernsehturms, die beiden Wahrzeichen kennt wirklich jeder. Vis-à-vis aber steht dieser monumentale Bau. Viele fragen sich, was genau verbirgt sich hinter den Mauern dieses prächtigen Gebäudes? Es ist das sogenannte Alte Stadthaus von Berlin. Besichtigen kann man es eigentlich nicht, aber heute nehme ich Sie mit. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes. Und heute zeige ich Ihnen Dinge, die weder Berlin-Besucher noch waschechte Berlinerinnen und Berliner jemals gesehen haben. Mit dem Gebäude kenne ich mich einigermaßen gut aus. Seit Herbst 2018 gehe ich hier täglich ein und aus, denn es ist der Sitz des Landesdenkmalamtes. Und damit sind wir schon bei einem der ersten Geheimnisse. Es ist auch ein zweites Rathaus dieser Stadt. Das Rote Rathaus war nämlich schon zu klein, als dort nach neunjähriger Bauzeit 1870 die erste Stadtverordnetenversammlung stattfand. Berlin wuchs damals enorm. Es war die modernste und am schnellsten wachsende Metropole Europas. Die Verwaltung brauchte mehr Platz und beauftragte den Stadtbaurat Ludwig Hoffmann mit dem Bau eines repräsentativen Verwaltungssitzes. Es sollte der größte Verwaltungsbau der Stadt werden. Im neu geplanten Stadthaus war Platz für ca. 1000 Arbeitsplätze städtischer Beamter. Im Roten Rathaus für gerade mal 317. Die Gesamtfläche des Neubaus umfasste beinahe 13.000 Quadratmeter. Im Roten Rathaus kam man gerade mal auf 9.000. Repräsentativ sollte der Neubau also sein, der Bedeutung der Reichshauptstadt angemessen. Ludwig Hoffmanns Ziel war eine ruhige und dabei kräftige Wirkung nach außen. Vor dem Bau reiste er, wie man es damals als guter Architekt machte, extra nach Florenz, Rom und Neapel, um sich inspirieren zu lassen. Denn italienische Renaissance-Paläste hatten es ihm angetan. Hier sind wir jetzt im Vestibül an der Jüdenstraße, einem der beiden Eingangsbereiche des Stadthauses. Und man sieht hier sehr gut, was der Architekt sich vorstellte für die Gestaltung. Bürgerlich schlicht und dennoch großzügig sollte das Innere im Stadthaus sein. Und man spürt auch, was Hoffmann ausdrücken wollte. Berlin, das war eine der modernsten Metropolen der Welt und es war auch eine Millionenstadt. Dieses Selbstverständnis sollte sich in diesem Gebäude ausdrücken. Und dazu gehörte auch der Turm, der hier über mir ist und 80 Meter hoch ist. Die finanzielle Lage der Stadt Berlin war damals so gut, dass nicht einmal der Stadtkämmerer Einwände gegen diesen Turm hatte, der tatsächlich nur zu Repräsentationszwecken dient. Gebraucht hat ihn eigentlich wirklich niemand, großartig finde ich ihn aber trotzdem. Einfach, schlicht und feierlich. So sollte die Atmosphäre im Inneren des Stadthauses sein. Und um dies zu erreichen, verzichtete der Architekt auch auf zu viel Tageslicht. Er fand sogar, dass man sich über die Angst vor der Dunkelheit aufregen müsse und dass die Ausstattungsstücke viel besser in einem gezielten Licht zur Geltung kommen würden. Und zur Innenausstattung des Gebäudes gehören auch die vier Bärensäulen. Eine steht hier. Sie gehören zu den originalen Ausstattungsgegenständen und sind deshalb heute natürlich besonders wertvoll. Interessant ist, dass die DDR-Regierung nach dem Krieg die Säulen dann wegräumen lassen hat. Die Bären ganz oben, die wurden ins Museum gebracht und die Säulen verschwanden. Nach der Wiedervereinigung hat das Denkmalamt dann intensiv recherchiert und wichtige Teile der Säulen in einem Privatgarten in Potsdam gefunden. So konnten sie dann wieder aufgestellt werden. Das finde ich ziemlich gut.
Die vier Säulen zeigen nämlich wichtige Symbole Berlins. Den Berliner Bär und die Berolina, also die männlichen und weiblichen Symbole der Stadt. Im Kern verweisen sie auf die Säulen des Tempels von Jerusalem. Man kann sagen, sie zitieren jüdisch-christliche und römische Symbole. Das Stadthaus quasi ein Tempel der kommunalen Selbstverwaltung. Übrigens fand von 1994 bis 2001 die Grundsanierung des Gebäudes statt. Denn die wechselhafte Geschichte, die hatte Narben hinterlassen. Und als Denkmalpfleger muss man dann damit umgehen. Hier hat man sich dazu entschieden, einerseits die ursprüngliche Pracht des Gebäudes wiederherzustellen, andererseits aber auch die Spuren der Nutzung zu erhalten. Und das ist hier ziemlich gut gelungen. Ein Ort, an dem man das besonders gut sieht, ist der sogenannte Festsaal, den wir heute Bärensaal nennen. Diese über alle Geschosse reichende Halle liegt ganz im Inneren des Baus. Ruhig und großzügig gestaltet, sollte sie dem Inneren des Gebäudes architektonischen Halt geben. Eine solch pompöse Halle war damals weder vom Magistrat noch von den Stadtverordneten explizit verlangt worden. Architekt Hoffmann aber baute sie als eine Stadthalle für ernste Feiern. Eine vergleichbare Halle hatte das Rote Rathaus nicht. Der Bär, der dem Saal seinen Namen gibt, stammt übrigens von einem der bedeutendsten Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts, Georg Wirbar. Er hat den Bär absichtlich auf einen hohen Sockel gestellt. Man sollte ihn von unten anschauen, damit durch die Distanz eine angemessene Würde entsteht. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Stadthaus schwer durch Luftbomben beschädigt. Die Mansardendächer brannten ab, aber das Dach über der Festhalle, das hielt, genauso wie der Turm. Auch der Bär überlebte den Krieg, musste aber 1955 umziehen, passenderweise in den Tierpark Friedrichsfelde. Warum? Nach dem Krieg wurde das Stadthaus zum Sitz des Ministerrats der DDR. Dafür fanden hier umfangreiche Umbauarbeiten statt. Denn die Politiker und Architekten in Ost-Berlin, die hatten eine Abneigung gegen alles Wilhelminische. Das Pompöse des Stadthauses, das musste weichen. Es war unangebracht für einen sozialistischen Regierungssitz der DDR. Die alte Festhalle wurde also zu einem nach damaligem Verständnis modernen Konferenzsaal umgebaut. Eine Zwischendecke wurde eingezogen, die Wände wurden mit Holz vertäfelt. Genutzt wurde der Saal nur noch für Betriebsversammlungen und Auszeichnungszeremonien. Bis 1990. Dann fanden hier entscheidende Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR zur Wiedervereinigung statt. Eine Hauptaufgabe der Baumaßnahmen nach der Wiedervereinigung war die behutsame Restaurierung der Festhalle, ohne dabei die Spuren der wechselhaften Geschichte dieses Saals zu vertuschen. Und diese Spuren, die sieht man ganz deutlich. Zum Beispiel hier, wo man den Stein abgeschlagen hat, um dann eine Wandvertäfelung dort vorzubauen, oder überall oben, wo man Schlitze in die Wand gehauen hat, um Träger dort einzusetzen. 2001 durfte der Bär zurück an seinen angestammten Platz. Und wahrscheinlich kennen Sie ihn auch aus einer sehr erfolgreichen TV-Serie. Babylon Berlin. Die Serie spielt kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Der Drehort war gut gewählt, denn auch im sogenannten Dritten Reich war das Stadthaus Verwaltungssitz. Es gibt noch einige dunkle Flecken in der Geschichte dieses Gebäudes. Vieles muss noch untersucht werden. Eine Zeitzeugengeschichte hat mich besonders bewegt. Die Berlinerin Waltraud Mehling wohnte in den 1930er Jahren mit ihren Eltern in einer Dienstwohnung des alten Stadthauses. Vor einigen Jahren hat sie uns als alte Frau noch einmal hier besucht. Und sie erzählte, wie sie als Kind in den Sälen und Fluren gespielt hatte. Ihr Vater sei im Haus Elektro- und Schlossermeister gewesen, mit Dienstwohnung. Und ihre Eltern hätten im Keller mehrere jüdische Mitbürger versteckt. Als kleines Mädchen, so erzählt die Zeitzeugin, habe sie den Versteckten Essen gebracht, verborgen in einem Puppenkörbchen. Doch irgendwann habe der Hausmeister hier im Stadthaus die Gestapo auf die Familie aufmerksam gemacht. So blieb nichts anderes übrig, als die jüdischen Mitbürger in einem Tiefkeller hier im Stadthaus zu verstecken.
Aus diesem wären sie nicht herausgekommen, wären die Mehlings von der Gestapo verhaftet worden. So erzählt es Waltraud Mehling. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Abtauchen in die Geschichte, das machen die Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes jeden Tag. Und zwar hier mitten im Berliner Stadthaus. Früher war hier der Heizkeller des Gebäudes. Heute ist hier das Archiv des Landesdenkmalamts und auch das archäologische Eingangsmagazin. Das heißt, hier kommen alle Funde an, die auf Grabungen in Berlin oder auch nur Baustellen gefunden werden. Geleitet wird das Archiv von der Restauratorin Mercedes Granso. Hallo Frau Granso. Hallo Herr Raut. Ein archäologisches Eingangsmagazin, was heißt das? Was passiert denn hier genau? Im archäologischen Eingangsmagazin bei uns hier in Berlin kommen erstmal alle Funde, die in Berlin geborgen werden, kommen zu uns. Da haben wir Zeitstellungen von der Ur- und Frühgeschichte bis hin zur Moderne. Was sind denn die modernsten Sachen, die wir hier haben? Die modernsten Sachen, die wir haben, sind tatsächlich Kontexte aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Mauerfunde zum Beispiel, die ja mittlerweile ja auch schon zur wichtigen Geschichte von uns gehören. Und jedes Mal, wenn man hier runterkommt, haben Sie ja ganz tolle neue Funde. Jetzt haben Sie uns ein Telefon mitgebracht. Woher stammt denn das? Das Telefon zum Beispiel, das kommt gerade von der aktuellen Grabung am Molkenmarkt bei uns gegenüber. Wie man sieht, ist natürlich ein sehr junges Telefon im Verhältnis zu anderen Funden, die wir haben. Das stammt aus dem Bombentrichter, jetzt als Kontext im Ganzen. Und jetzt haben wir hier ja so ein ganz besonderes Objekt. Ja, eine Katze. Bei der ist wirklich erwähnenswert, dass sie in einem mittelalterlichen Kontext gefunden wurde. Sie wurde auch schon zoologisch untersucht, also ist klar, ist eine Katze. Bei ihr ist bemerkenswert, die ist nicht einfach gestorben, sondern die hat danach noch eine besondere Behandlung erfahren. Ihr wurden die Pfoten abgetrennt und ihr wurde wahrscheinlich das Fell über den Kopf gezogen. Die Beweggründe dahinter sind natürlich nicht immer ganz eindeutig, aber es ist schön, dass man das heutzutage noch nachweisen kann oder noch erkennen kann. Und dann erinnere ich mich, dass wir ja auch ganz exotische Tiere hier in Berlin für gefunden haben. Hier haben wir unser exotisches Tier, und zwar das Krokodil vom Armenfriedhof in der Pufendorfstraße. Also waren dort nicht nur Menschen beigesetzt, sondern auch in den Särgen Tiere mit drin. Neben Stören, neben den Wels haben wir ein Krokodil gefunden. Das Spannende ist bei den Untersuchungen bei dem, dass die Zoologen nachweisen konnten, auch mit Isotopenanalysen, dass es ein Berliner Krokodil ist. Also es ist in Berlin geboren, aufgewachsen und im Endeffekt natürlich auch bei uns beigesetzt worden. Also es gibt nicht nur den Berliner Bär, sondern auch das Berliner Krokodil. Ich denke, das Faszinierende ist, dass wir wirklich Funde von dem Mittelalter bis auch in die Neuzeit haben. Die Zwangsarbeiterlager, wo wir in den letzten Jahren viel gegraben haben, sehr spannende Funde gemacht haben, dafür auch viel von dem Leben in den Zwangsarbeiterlagern erzählen konnten. Oder jetzt am Molkenmarkt eben auch viel über die Alltagsgeschichte von Berlin, wie Berlin zur Stadt geworden ist. Und das spürt man heute in der Erde immer noch. Ja, vielen Dank für die Einblicke in unseren wunderbaren Schatz hier im Keller. Sehr gerne. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Von ganz unten nach ganz oben. Jetzt gehen wir zum Sicherheitsbereich des alten Stadthauses. Dort saß früher der DDR-Ministerpräsident und sein engster Führungszirkel. An der Raumaufteilung hat sich hier zu DDR-Zeiten nicht viel verändert. Die wurde übernommen. Allerdings hat man ziemlich viel in den Innenausbau investiert. Und hier war auch das Chefbüro. Lothar de Maizière, der letzte und erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR, erzählte, dass es den typischen Charme einer DDR-Dienststelle hatte. Großformatige Tapeten, Telefone mit Sicherheitstechnik, Stahlschränke. Heute sitzt hier der Innensenator von Berlin und aktuell ist das Andreas Geisel. Guten Tag, Herr Geisel. Herr Rauhut, ich freue mich. Herzlichen Dank, dass Sie uns begrüßen auf unserem Rundgang durch das Stadthaus. Willkommen. Wir sind ja hier auch mit dem Landesdenkmalamt und genauso sitzen Sie hier mit, ich glaube, mehreren Behörden sogar im Haus. Welche sind das denn?
Das ist zunächst die Innenverwaltung, das heißt also zuständig für die Polizei und die Feuerwehr. Dann die Sportverwaltung ist ja an dieser Stelle der Bereich IKT, also die Digitalisierung der Verwaltung. Und unsere Abteilung 2, also der Verfassungsschutz. Wir waren heute schon im großen Bärensaal, haben da über die Nutzungen gesprochen. Den nutzen Sie als Verwaltung ja auch regelmäßig für besondere Anlässe. Ja, große Veranstaltungen, Konferenzen finden statt. Die Konferenz gegen Clankriminalität war an diesem Ort. Aber auch Auszeichnungsveranstaltungen oder gesetzte Essen bei großen Sportveranstaltungen, Empfänge, alles das findet in diesem Saal statt. Sie haben jetzt ja hier ein ganz besonderes Büro. Wissen Sie, wer hier vorher saß? Das ist das Büro der DDR-Ministerpräsidenten. Jahrzehntelang hat hier Willi Stoff gesessen, Hans Modrow, zuletzt Lothar de Maizière. Ja. Also die Inneneinrichtung ist jetzt neu. Die alte Einrichtung steht im Haus der Geschichte. Ich habe uns sogar Bilder mitgebracht, wo man nochmal ganz schön sieht, wie Ihr Büro damals ausgesehen hat. Manches ist noch hier, vieles ist aber wirklich verschwunden. Und auf dieser Seite gibt es hier immer noch ein Bild, ein Ruheraum für den Ministerpräsidenten. Haben Sie den auch noch oder ist der verschwunden? Der ist leider verschwunden, aber ich muss mal nachforschen, wo der ist. Aber ich glaube, wir nutzen den inzwischen als Büroraum. Und Sie haben ja hier in dem Büro auch ein paar Dinge verändert. Ich sehe Bilder. Ja, ich mag Bilder, die sind aus der Berlinischen Galerie als Leihgabe. Ja. Mir zur Verfügung gestellt worden. Ansonsten habe ich das Büro mit bestehenden Möbeln eingerichtet. Und besonders mag ich den Blick zur Parochialkirche aus dem Fenster raus. Das ist sehr schön. Und vor der steht auch noch eine besondere Figur. Ja, Friederike und Luise, die Prinzessinnengruppe. Mag ich sehr. Bei Ihren Rundgängen hier durchs Haus haben Sie einen Ort gefunden, der Ihnen besonders gefallen hat, der Ihnen besonders imponiert hat? Ja, der Bärensaal. Also da hängt aber eine Kindheitserinnerung von mir dran. Da steht ja der Bär. Und vor der Sanierung des Hauses ist dieser Bär in den Tierpark Berlin verbracht worden. Und der hat auch so ein paar glänzende Stellen. Und als Kind war ich immer im Tierpark Berlin unterwegs und bin auf diesen Bären rumgeklettert. Waren Sie denn schon mal auf dem Turm des Gebäudes? Ich habe mich bis zur Hälfte des Turmes vorgearbeitet. Die Spitze habe ich noch nicht erklommen. An der einen oder anderen Stelle steht dann ein Schild, Achtung, Lebensgefahr, weitergehend verboten. Und ich bin regeltreu. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Jetzt sind wir auf der Aussichtsplattform des Turms. Von hier kann man die ganze Stadt sehen und je länger man schaut, umso mehr Türme, Kuppel, Hochhäuser entdeckt man und kann die ganze Stadtgeschichte sich eigentlich von hier oben anschauen. Unter uns ist direkt vor dem Gebäude der historische Molkenmarkt. Das war ein ganz wichtiges historisches Handelszentrum der Berliner Seite, ganz in der Nähe des Mühlendamms. Dort haben die Schiffe gehalten, mussten ihre Waren umladen und dadurch entwickelte sich Berlin zu einem ganz wichtigen Handelsort. Hier entstand im Mittelalter ein Quartier, welches dann in den späteren Jahrhunderten immer weiter genutzt worden ist. Neue Häuser wurden gebaut, die bestehenden Wohnblöcke immer weiterentwickelt. Das Rote Rathaus, das Stadthaus, das waren dann wirklich große Eingriffe, die man in die Stadt vornahm, als man ganze Häuserblöcke niederriss, um diese wichtigen städtischen Gebäude zu bauen. Also wenn man hier heute vom Stadthaus runterschaut auf die Dächer der umliegenden Gebäude und insbesondere das Nikolaiviertel, dann kann man sehr gut nachfühlen, wie der Größenvergleich war. Das Stadthaus, das Rote Rathaus waren wirklich stattliche Gebäude, die hier in die mittelalterliche Stadtstruktur hineingesetzt worden sind. Das war's für heute aus dem alten Stadthaus in Berlin. Aber auch in Zukunft möchten wir Ihnen Wissenswertes und Besonderes über außergewöhnliche Berliner Baudenkmäler berichten. Schauen Sie also immer wieder in unseren Kanal hinein. Ich würde mich sehr freuen.